So sieht er aus, der wohl schönste Hörsaal der Welt. Im schwarzen Neopren machen sie sich auf zur Arbeit, die Forscher, Studenten, Assistenten. Hier auf Lizard Island erkunden sie die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Dr. Anne Hoggett lebt mit ihrer Familie seit 27 Jahren auf der Insel. Niemand kennt das Riff so gut wie sie. Die Forscherin macht sich große Sorgen. Die Klimaforscher haben untersucht, was in den kommenden Jahrzehnten durch den Klimawandel passieren wird. Und sie haben vorausgesagt, dass die Korallenbleiche etwa zur Mitte des Jahrhunderts einsetzt. Jetzt haben wir 2017 und die Korallenbleiche ist schon da. Das Worst-Case-Szenario kommt Jahrzehnte zu früh. Sie leben ein Leben wie aus dem australischen Bilderbuch. Anne und ihr Ehemann Lyle. Ihr Sohn Alex ist an den Stränden von Lizard Island aufgewachsen. Hier hat er als Kind tauchen gelernt. Für die drei ist das Riff nicht nur Forschungsobjekt, vor allem Heimat. Eine Heimat, die sich dramatisch verändert. Vor 2 Jahren war die Welt um Lizard Island noch in Ordnung. Die blaue Lagune, unberührt und schön. Doch nun spielt sich am Meeresgrund eine Katastrophe ab. Das Wasser wird immer wärmer. Die kostbaren Korallen verlieren erst ihre Farbe, dann ihr Leben. Anne taucht durch eine Welt ohne Herzschlag. Grau in Grau. Ein trauriger Anblick. Eine Menge toter Korallen. Ich habe 2 lebendige gesehen. 2. Und viele, viele Tote. Blauer Himmel, weißer, feiner Sand. Wunderschön. Doch das Great Barrier Reef kämpft ums Überleben. Und Lizard Island steht an vorderster Front. Anne hat keinen Zweifel. Der Klimawandel ist schuld an der Korallenbleiche. Es bricht dir das Herz. In den letzten 4 Jahren hatten wir 2 massive Zyklone hier. Und jetzt gerade, gleich 2-mal hintereinander, eine Korallenbleiche. Es wird lange dauern, bis sich das Riff davon erholt. Farben überall. Das Great Barrier Reef ist ein magischer Ort. Mehr als 2000 Kilometer lang, 3000 einzelne Korallenbänke. Das größte Korallenriff der Erde. Doch nicht weit von den Korallenriffen ragen riesige Kohlehalden in den Himmel. In Abbot Point entsteht einer der größten Kohlehäfen der Welt. Ausgerechnet Kohle, der Klimakiller. In Early Beach sind sie wütend auf die Regierung, die so etwas zulässt. Kohle und Korallen, finden die Aktivisten, passt nicht zusammen. Die Kohleindustrie ist nicht nachhaltig. Wo sie aufschlägt, hinterlässt sie Geisterstädte. Kohle ist eine Lösung aus dem 18. Jahrhundert für die Probleme von heute. Als Reiseveranstalter bin ich einfach nur schockiert. Wenn die wirklich diese Kohlemine in Betrieb nehmen und den Kohlehafen mit 4000 Schiffen pro Jahr, was soll das der Welt bringen? Und Queensland und den Touristen hier und unseren Kindern? Die wünschen sich doch auch, weiterhin die gleiche Schönheit zu sehen, die wir hier jeden Tag erleben dürfen. Gerade mal 10.000 Jahre alt ist das Riff. Es liegt im Sterben, sagen sie hier. Am Strand von Cairns sammeln Frauen und Männer säckeweise Müll, allesamt Aborigines. Die Ureinwohner verstehen sich als Hüter der Natur. Und auch sie machen sich Sorgen um das Land ihrer Vorfahren. Eis, Regenwald, Wüste, was auch immer die Elemente in der Welt beeinflusst. Wir werden das besonders in Australien spüren. Hier haben wir ja alle diese Elemente auf einem einzigen Kontinent. Deswegen trifft uns die Klimaerwärmung auch so stark. Ich als Aboriginal will, dass das Riff fortbesteht. Dass die Tiere bleiben, die Seekuh, die Schildkröten. Wir müssen die Menschen aufklären, habt Respekt vor dem Riff. Wir wollen doch das Riff auch für kommende Generationen bewahren.
Das Great Barrier Reef ist Australiens bekannteste Touristenattraktion. 2 Millionen Besucher jedes Jahr. Viele wollen sehen, was andere schon für tot erklären. Auch Keith und Helen aus Melbourne. Ich fühle mich schon wie ein Fisch. Ich kann es kaum erwarten. Wo die beiden Rentner im Wasser schnorcheln, da ist die Welt noch in Ordnung. Clownfisch, Papageienfisch, Barracuda. Die Korallen sind die Kinderstuben der Fische. Im Schutz der Korallen werden sie groß. So zeigt sich, was es zu bewahren gilt. Wo Korallen sind, ist Leben. Ohne Korallen liegt auch der Ozean im Sterben. Es sind schon weniger Farben, aber ich bin da nicht sicher. Es verändert sich ja auch alle paar Jahre. Ein Wunder dieser Welt. Das Great Barrier Reef. Ein Schatz der Natur. Jeder sollte das Riff einmal mit eigenen Augen sehen. Noch ist das Great Barrier Reef zu retten. Man muss es nur wollen. Es ist noch nicht zu spät.